Nun kommen wir zum Reißverschluss und damit wahrscheinlich zu der Sache, die vielen von euch am meisten Angst macht bei dieser Jacke. Dabei ist das überhaupt nicht schwer. Hauptsache, ihr seid jetzt fit, könnt euch konzentrieren und dann klappt das ganz einfach. Wir beginnen hier jetzt erstmal mit dem Reißverschlussbeleg innen. Falls ihr den nicht nähen möchtet, dann überspringt das einfach gerade. Dazu könnt ihr einmal in die Videobeschreibung gucken. Da sind die Zeitlinks, dann könnt ihr einfach das einmal überspringen und direkt zum Reißverschluss springen. Dieser Reißverschlussbeleg innen ist im Vergleich zum Reißverschlussbeleg außen hier an den kurzen Seiten so etwas geschwungen, denn da wollen wir jetzt das Ganze zusammennähen. Dazu falten wir einmal hier die langen Seiten rechts aufeinander, so dass hier auch diese beiden Bögen oben und unten aufeinander liegen. Stecken uns das zusammen und nähen das Ganze dann mit einem Zentimeter Nahtzugabe einmal so gebogen zusammen. Wenn wir die Enden hier genäht haben, können wir erstmal die Nahtzugabe ein bisschen zurückschneiden. Dann lasse ich das Ganze leichter wenden. Und dann können wir das wenden. So. Und dann so bügeln, dass hier schön die langen Kanten einmal aufeinander liegen. Oben und unten haben wir die Rundung und hier liegt das Ganze schön glatt aufeinander. Und hier bügeln wir uns das auch so in den Bruch rein. Wenn wir den Beleg jetzt fertig haben, kommt der Reißverschluss dazu. Im Reißverschluss ist es ganz wichtig, dass ihr den vorher gekürzt habt. Auf welche Länge ihr den kürzt und wie das genau geht, das findet ihr in der schriftlichen Anleitung unter dem Punkt Reißverschluss kürzen. Der Reißverschluss wird jetzt auf den Beleg genäht. Und zwar so, dass oben die Zähnchen genau an der Kante enden und unten der Beleg noch ein Stückchen überschaut. Wir haben jetzt hier aber ja noch das Band überstehen vom Reißverschluss. Das falten wir uns jetzt weg. Und zwar habe ich einmal den Reißverschluss, ihr seht das hier, mit der rechten Seite nach oben in der Hand. Jetzt falte ich hier einmal dieses Reißverschlussband, wo die Zähnchen schon weg sind, bis zu den Zähnchen so um. Und dann klappe ich das Ganze nochmal nach hinten. Jetzt habe ich hier eine schöne Ecke. Und das wird dann jetzt hier einmal auf den Beleg gesteckt. Und zwar so, dass es hier oben wirklich ganz bündig liegt. Und hier das Band direkt an der Kante des inneren Belegs liegt. Und so wird es dann einmal hier runter festgesteckt. Achtet darauf, wenn ihr den Reißverschluss feststeckt, das ist immer wichtig, egal wo ihr den Reißverschluss annäht, dass ihr weder am Stoff gezogen habt noch am Reißverschluss, dass es einfach ganz glatt aufeinander liegt. Jetzt könnt ihr den Reißverschluss einmal auf den Beleg nähen. Und zwar so, ich mache das immer so, dass ich einfach mein Füßchen, also die Kante meines Füßchens, hier an den Zähnchen entlang laufen lasse. Und wenn ich dann zu dem Zipper komme, dann stoppe ich, hebe das Füßchen hoch, lasse die Nadel in Tiefstellung und öffne den Zipper bis hinter das Füßchen. Manchmal geht das nicht, wenn ihr nicht genug Raum habt zwischen dem Füßchen und dem Zipper, dann müsst ihr einmal stoppen, das Ganze rausholen, dann aufmachen und dann wieder weiter nähen. Und so sieht das jetzt aus, wenn es angenäht ist. Einmal schön gerade einfach entlang der Zähnchen laufen lassen. Und hier oben, das was jetzt noch absteht, was wir weggefaltet haben, das können wir einfach abschneiden. Jetzt kommt der Reißverschluss endlich an unsere Jacke. Dazu lege ich den Reißverschluss mit dem inneren Beleg rechts auf rechts einmal hier an meine Kante. Ich habe den Reißverschluss mal leicht geöffnet dafür. Hier oben, da wo das Gesicht am Ende rausschaut an der Kapuze, ist ein Zentimeter Abstand zu dieser Kante. Da fange ich mal an zu stecken. Und nach unten hin kann ich das dann einfach ganz glatt aufstecken. Nirgendwo dran ziehen, einfach ganz glatt. Das ist ganz wichtig, damit ihr den Reißverschluss am Ende nicht wellig habt. Hier unten habt ihr dann auch mindestens 1 cm, eher noch ein bisschen mehr Luft zum Saum. Also hier, das Stück ist mindestens 1 cm, das kann aber auch ein bisschen mehr sein. Ups, so seht ihr es auch. Wenn ihr das Ganze ohne den Beleg annäht, dann müsst ihr natürlich auch hier oben das Reißverschlussband wegklappen. Das zeige ich euch noch einmal, weil ihr es eben nicht gesehen habt. Und zwar habe ich den Reißverschluss ja auf die Länge gekürzt, die im E-Book angegeben ist. Jetzt kann ich, wenn mein rechter Reißverschluss nach oben zeigt,
also die rechte Reißverschlussseite, dann klappe ich einmal das Bändchen so um und dann noch einmal nach hinten, sodass ich hier schönen Abschluss mit den Zähnchen habe. Und so stecke ich das dann auch fest, dass diese Kante nach oben hin 1 cm Abstand hat. Und wenn ich das gleich angenäht habe, kann man dann das Ende einfach abschneiden. Das ist jetzt hier alles schon geschehen mit dem inneren Beleg. So, jetzt wird der Reißverschluss wieder festgenäht, beziehungsweise der Reißverschluss mit dem inneren Beleg. Und zwar wieder so, dass wir das an den Zähnchen entlang laufen lassen. Weil auch wenn wir jetzt den Beleg darüber haben, der Reißverschluss liegt ja dazwischen, spürt man ja trotzdem, wo die Zähnchen sind. Da lässt sich ganz gut das Füßchen dran vorbeilaufen lassen. Und so sieht das dann aus, wenn es angenäht ist. Und wenn wir den Reißverschluss einmal umklappen. Jetzt muss das zweite Reißverschlussband an das andere Vorderteil genäht werden. Und zwar im Prinzip genauso. Ich drehe mir das hier einmal. Ihr könnt auch, damit man sich hier nicht irgendwie mit dem Beleg in die Quere kommt, euch den Beleg einmal so ein bisschen umstecken, damit ihr da freie Sicht auf den Reißverschluss habt. Dann hier haben wir jetzt unser zweites Vorderteil und da muss ja jetzt hier das Reißverschlussband dran. Da müssen wir darauf achten, weil wir hier keinen Beleg haben, dass wir hier trotzdem den gleichen Abstand nach unten hin haben. Das geht aber eigentlich ganz gut, wenn man das einfach so aufeinander legt, dass hier unten die Säume von den beiden Vorderteilen gleich lang sind. Dann stecke ich mir erstmal da eine Nadel. Dann hier oben klappe ich mir das wieder um, so wie wir das eben auch schon gemacht haben. So. Und stecke mir das hier oben mit 1 cm Abstand. Und dann kann ich den Rest, das sollte jetzt auch eigentlich glatt sein, also dass ihr da jetzt nicht irgendwo eine Mehrweite habt, könnt ihr das einfach einmal feststecken. Den Reißverschluss kann man jetzt öffnen, wenn man möchte. Dann ist es etwas leichter, den jetzt anzunähen. Dabei auch wieder hier an den Reißverschlusszähnchen entlang laufen lassen. Und wenn ihr so zum Zipper kommt, wo es dann dicker wird, wieder stoppen, die Nadel in Tiefposition lassen, Füßchen ganz hoch machen und den Zipper nach hinten schieben, damit ihr da glatt weiternähen könnt. Wenn der Reißverschluss dann angenäht ist, dann kann man auch hier oben diesen Schnipsel, der noch übersteht, einfach abschneiden. So, der Reißverschluss ist jetzt eigentlich schon drin. Und ich glaube, es war gar nicht so schwer, oder? Ich kann ja mal wieder meine Nadel, mit denen ich den Beleg weggesteckt habe, lösen. Und dann können wir das einmal auch schließen, damit wir hier sehen, dass das unten, oben und auch hier am Halsloch überall passt. Wenn man möchte, kann man jetzt auch noch den äußeren Reißverschlussbeleg dazu nähen. Das ist jetzt einfach ein rechteckiges Stück. Und hier falten wir es wieder so, dass die kurzen Seiten aufeinander liegen, stecken uns die zusammen und nähen die dann einmal mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Anschließend kann man den Reißverschlussbeleg wenden, hier die Ecken schön rausschieben, auf der einen, auf der anderen Seite. Und dann bügelt man das zunächst mal der Länge nach in den Bruch, so dass wir hier die Kanten schön liegen haben. Die offenen Kanten liegen aufeinander und hier bügeln wir das einmal schön glatt. Wenn man möchte, kann man anschließend den Beleg noch einmal rundum absteppen. Und so sieht der Beleg dann aus, wenn er fertig ist. Jetzt kommt die Jacke wieder dazu. Normalerweise würde man den Beleg erst ganz zum Schluss annähen, aber da wir auch die Zip-In-Jacke nähen, nähen wir den Beleg auch schon vorher an, weil sonst würden wir da uns in die Quere kommen, am Ende mit der Zip-In-Jacke. So, ich habe jetzt schon hier, also so würde mein Reißverschluss ja normal liegen. Jetzt klappe ich das aber nochmal so um, dass die Zähnchen zu meiner Jacke hin zeigen. Den Beleg, der ja eigentlich da drüber liegt, der innere, den klappe ich einmal in die andere Richtung. Ziehe mir das hier einmal schön. So. Unser Beleg aus, unser äußerer Beleg, der kommt jetzt hier rechts auf rechts drauf. Und zwar sollte der genauso lang sein wie der innere Beleg. Und wir stecken ihn nun fest. Ich lege es mir mal einlagig hin, dann ist es etwas einfacher. Und zwar so,
dass wir hier mit dieser offenen Kante genau an die Reißverschlusszähne stoßen. Und hier auch wieder der Tipp, wenn ihr beschichtete Stoffe habt oder ein Oilskin oder so, dann steckt das einfach innerhalb der Nahtzugabe. Dann sieht man auch am Ende die Löcher schon von den Nadeln nicht. So. Wenn das dann festgesteckt ist, könnt ihr das Ganze festnähen. Und zwar lasst ihr beim Festnähen auch wieder den Reißverschluss so liegen, damit ihr hier nicht irgendeine Nahtzugabe annäht. Lasst wieder euren Nähmaschinenfuß an diesen Zähnchen vorbeilaufen. Also es ist dann ungefähr zwischen 5 mm und 7 mm Nahtzugabe, die ihr dann hier zu dieser Kante hättet. Das stimmt dann so. Und so sieht es dann aus, wenn der äußere Beleg auch angenäht ist. Hier haben wir nichts mit angenäht von der Nahtzugabe. Der innere Beleg ist auch nicht mit angenäht, sondern wirklich nur der äußere. Jetzt kommt nochmal eine Stelle, die ein bisschen knifflig ist, aber an sich ist es auch gar nicht schwer. Denn wir müssen den Beleg jetzt einmal rüberklappen und dann nochmal von außen absteppen. So wie wir das momentan liegen haben, sind dann natürlich aber die Zähnchen im Weg. Das heißt, wir müssen die Zähnchen einmal wegfalten, aber gleichzeitig auch die Nahtzugabe wegfalten. Also die Nahtzugabe darf sich dann nicht so legen und auf einmal zum Oberteil hin zeigen, sondern die muss auch nach außen zeigen. Das heißt, wenn ich hier meinen Beleg drüber lege und dann stecke ich hier mal eine Nadel, wo ich das dann absteppe, dann darf ich hier nichts mitfassen. Also dann nähe ich hier wirklich nur auf der Jacke, nicht auf der Nahtzugabe oder auf dem Reißverschluss, nur auf der Jacke. Wenn ich das wegklappe, sieht man hier die Reißverschlusszähnchen. Man kann sich das jetzt einmal von oben nach unten noch so feststecken, wenn man möchte. Und dann näht man das einmal so mit einem Abstand von circa, ja, sag mal so 7 mm zu dieser Kante. Hier steppt man das einmal nach unten ab. So sieht unsere Jacke jetzt aus. Hier den Beleg habe ich umgeklappt und abgesteppt. Ich kann es auch mal aufmachen, damit man es nochmal von innen sieht. Hier sieht man schön, dass ich die Zähnchen nicht mit angenäht habe. Aber auch wenn ich aufmache, liegt hier die Nahtzugabe innen drin frei, sodass ich da später mein Futter noch annähen kann, ohne Probleme zu haben.